Sollen wir... Komm, wir machen direkt Koralle 2. Machen direkt Koralle 2, ready. Ah, ich habe die Inscription nicht lesen lassen, ne? Ah, kann ich einfach aus dem Dungeon verschwinden? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Schade, sonst hätte ich das noch kurz gemacht mit der Hunderadierung, ne? Das passt so. Oh, ich hätte hier den Dolch werfen sollen. Ach, das geht nach oben. Oh, na, egal. Ja, wir kriegen ordentlich auf den Sack, ne? Sheesh. Okay. Oh, ein bisschen anders hier. Was haben wir? Was ist das? Weiterhin nicht verwendbarer Handschuh. Ah, den kannst du umdrehen für links und rechts. Okay. Ha. Das ist nicht viel, was wir hier angeboten kriegen, ne? Oh, und direkt der nächste Gegner. Wir könnten auf den Sack kriegen. Okay, den kriege ich auf jeden Fall weg. Ah, immerhin nicht ganz so viel Schaden. Könnten auch das Ding duplizieren? Komm, gib mir mal den Helm. Ich glaube, ich brauche das. Ich brauche Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung. Fadeln? Ja, nur Faden. Faden, Fadeln. Angrenzende diagonale Rüstungen erhalten plus einen Block. Okay, da kann man vielleicht mitarbeiten. Ich nehme das Ding mit. Okay, was haben wir hier? Meister des Bogenschießens. Er kniet auf dem Boden des Kerkers und spannt sorgfältig seinen Bogen. Boden, ja. Ich habe Gerüchte gehört, dass eine Ratte in diesen Kerkern zurückkehrt. Sagt er, bist du der aus Haversack, alter Lachs? Kannst du die Koralle duplizieren? Ich glaube nicht, aber können wir mal gleich mal gucken. Solltest du bei uns mitmachen? Ja, sagt er, ich habe viel Gutes gehört. Ich werde auf jeden Fall vorbeikommen. Leise macht er sich wieder an die Arbeit. Okay, cool. Aha. Die Heilung wäre zwar geil, aber hier ist vielleicht auch Heilung drin. Gefahren diese Zeile. Wir haben keine Gefahren, aber vielleicht verkaufen wir das Ding einfach. Vielleicht ist das auch unser Untergang. 18 kriegen wir jede Runde. Okay, gut. Machen wir nächste Runde platt. Ist nicht verkehrt. Was bist du? Ein Wolkenschwert. Legendär. Dieses Item schwebt. Für jedes angrenzende oder diagonale Baumaterial 2 Schaden. Es macht von Haus aus 8. Das heißt, du bist von Haus aus besser als das Ding.
Du schwebst eh nach oben, ne? Dann können wir mal gucken, ob wir irgendein Baumaterial finden dafür. Ja, und kostet auch nicht... Oh, nee, das duplizieren wir mal nicht. Nee, die Koralle kannst du nicht duplizieren. Ah, das auch nicht. Will ich die Schilfs haben? Ich duplizier mal einfach erstmal den Hut. So, neues Level. Legendäre Sachen. Zauberstäbe erhalten, Zeugs. Efeu. Ich nehme das Ding jetzt erstmal mit, dankeschön. Gibt es... Nein, warte mal. Doch, ich wollte gerade sagen, gibt es ja noch einen Shop direkt bei uns? Ja. Dann kriegst du nämlich direkt den giftigen Efeu. Eine Keule. Sollen wir nochmal Keulen-Run machen? Schneidebrett, wenn ein angrenzendes Konsum-Item verwendet wird, 4 Block. Schuhe, ja, ja, ja. Nehmen wir die Keule mit. Ich nehme eine Waffe. Und lass sie hier. So. Verkaufen wir das Ding. Wir haben eh nicht das Max Life dafür. Das haben wir noch nie gebraucht. Klingt doch vernünftig. Fünf und du vier. Okay. Alles gewöhnlich, ja? Ja. Ich will den Wetzstein nicht. Er kauft nicht noch mehr. Ja, dann lasse ich ihn erstmal da. Dann lasse ich ihn erstmal da. Was? So viele? Okay, ja. Ein, 21 Block ist, ja, doch, ja. Kann man mitarbeiten, würde ich sagen. Aber halt das alle? Halt alle Gegner. Höchstwahrscheinlich auch sich selbst, ja? Ja. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wie viel Life da noch übrig war in hier. Naja, hätte man vielleicht besser spielen können, aber ist... Egal. Warte mal, wir haben 9... 9, 8... Ja, da brauchst du auch gar nicht anfangen mit den Schiffs. Das würde eh nur in die Deckung gehen. Ich dupliziere mir noch eine Keule. Du machst 4 Block. Ja, nö. Dich schmeiß ich raus, hol mir das Getränk.
Wanderschnecke. Erfahrung oder Erfahrung? Ah, schwierige Entscheidung. Schwierig. Oh, mein Haus sieht aus wie ein Hut. Buckler Row. Lass den kleinen Buckler fallen. Du bekommst das Item, auf dem er landet. Was gibt's denn hier? Kotoribako? Muss auf einem Item gespielt werden. Wenn dein Zug endet, tut weh. Fügt dir selbst Schaden zu. Wenn genutzt, Items, auf denen diese Schnitzerei gespielt wird, werden zerstört. Dieses wird den Rest des Kampfes... Was? Sheesh. Stachelschuppen. Was ist das? Eine Jade-Axt. Sehr hübsch. Leitfähig. 14 Schaden. Kostet 2 Gold. Lass mal gucken, ob wir die irgendwie bekommen oder nicht. Achso. Okay. Kicken wir mal. Ach, nö, Öse. Den will ich nicht. 7 Block. Drängt ihn vor das Gegner ans Ende. Ich will das nicht. Dankeschön. Die Jade-Axt hätte ich genommen. Weil du dafür Geld zuhauen kannst? Bin mir aber auch nicht sicher, ob das, Oh. Ja, eigentlich kann ich den dann jetzt rausnehmen, ne? Ich bin mir auch nicht sicher, ob du das öfter spielen kannst als einmal. Dann brauche ich das eigentlich gar nicht zum Duplizieren. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht einfach noch einen Hut zu duplizieren. Dann packe ich das jetzt einfach raus. Das macht eh weniger Schaden als die Keulen. Klingt vernünftig hier, oder? Wüp. Ja, Keule ist stark. So, Kryptafinale. Oh, es ist ja auch mehr los, ne? Ein Kampfgockel. Oh, in Peru haben wir auch eine Arena für Hahnenkämpfe gesehen. Ist ja ganz normal da drüben. Krass. Wütend fügt bei einem Angriff eine Wut hinzu. Okay, das heißt, wir sollten eventuell die Schiffs nicht unbedingt spielen. Er macht keinen Damage mehr. Okay. Also das stackt auch komplett. Aber so, ja. Darum sind die Teile auch richtig geil. Egal wie wütend er wird, er kann einfach nicht. Er kann einfach nicht. Muss ich eins auswählen? Nimm ein Item. Okay. Alle Schilder halten Effekt. Angrenzende Waffen werden verwendet. Das ist auch sehr cool. Aber dann sind sie deaktiviert. Scharfes Gewürz. Wenn ein Gegenstand zerstört wird, eine Energie. Die Windmühle. Energie wird transportiert. Okay, sehr cool. Nehmen wir das Ding einfach mal. Und dann. Ah, das ist Parcel. Das ist ein Heiler. Wollen wir ihm irgendwas mitgeben? Ja, das Ding hier, ne? Aber ansonsten? Aber wir benutzen das eh alles. Ich glaube, das hier ist, wobei. Es ist nicht so sinnvoll. Ah, vielleicht doch, vielleicht nein. Ich pack's mal weg. Komm, das leere Ding schmeißen wir auch damit rein. Und weg ist er. Okay, Schuhe, Essen. Ja, lass mal neu. Was? Kann nur bei der Auswahl bei Kampfbelohnungen getüttelt werden. Okay. Dann eben erstmal so. So, Heiler, was gibt's über dir? Komm, Held, lass mich dich heilen.
25 Life, 5 mehr Max Life. Entferne alle Flüche, auch cool. Kann man mehr bei ihr machen als nur eins? Nein, sie kann nur eine Aktion ausführen. Ungünstig. Tiefe Höhle oder... so? Okay. Es gibt also auch noch einen Sumpf und hier können wir endlich den Schlüssel benutzen. Ich dachte, der Run endet nach einer Ebene. Oh, hier wird es, glaube ich, etwas kravoitischer. Hier fügt ein Ausweichen hinzu. Also, ja, die Schleims. Na, schauen wir mal, was der Schleim macht. Erzeugt Schleim in angrenzenden Feldern, wenn zerstört, alle angrenzenden Gefahren. Und das ist der Gefahr. Okay, das heißt, du benutzt das und dann... wird der ganze Schleim entfernt. Aber brauchen wir jetzt gerade noch nicht wirklich. Schau, wir machen mal voll. Gucken, was übrig bleibt. Zwei Keulen. Ah, okay. Der ganze Schleim ist dann Furt. Okay, sehr cool. Kostet halt eine Energie, das zu machen, ne? Ja, nö. Ist interessant. Was ist das denn? Eine Bratpfanne. Kannst du ändern. Fügt standardmäßig 3 Block hinzu. Und das... 7 Schaden als Waffe. Okay. Das ist nicht... das, wo ich sag... Heiß, ne? Okay, komm, gib mir das Ding. Ah, ich glaube, ich will... wobei, 5... Ah, komm, lass erstmal hier gucken. Was bist du denn? Ein Tropfen Rot, ein Tropfen Grün? Hallöchen! Ihre Stimme ist kühl und freundlich. Oh, also nicht Hallöchen! Nicht das, was du erwartest hast. Darf ich dich für ein paar Zaubertränke interessieren? Als Gegenleistung bitte ich um eine Kostprobe. Eine Kostprobe von mir? Fragst du. Nur ein bisschen, Liebling. Du wirst kaum was spüren. Den Trank für 5 Life. Nee, danke. Wie du willst, Liebling. Obwohl es mir leid tut, dich gehen zu sehen. Dein Verlust, meine Süße. Also wir können da auf jeden Fall nochmal. Ja, bleib da. Ich klopp erstmal hier noch. Sheesh, okay, pass auf. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir hier sagen. Du machst erstmal keinen Schaden. Sollen wir alle vergiften? Ja. Ja. Der stirbt nicht mehr vom Gift. Jetzt schon. Dich sollten wir eventuell schwächen. Oh, er macht nichts mehr. Oh, okay, okay. Ich muss da öfter hier unten hingucken. Okay, ein Ausweichen. Zack, Ausweichen. Ach, erst nächste Runde. Okay, okay, hab nichts gesagt. Ah, ich liebe die Keulen. Würden wir denn duplizieren wollen? Eventuell sogar das hier, um hier nochmal... Können wir nicht duplizieren, okay. Lass mich... Was? Das hat nicht funktioniert? Doch, okay. Wollen wir hiervon was? Nein. Was ist das? Schachtel mit Nägeln. Für 8 zusätzliches Material. Aha. Ja. Weil wir den auch irgendwie unterkriegen könnten.
Gips rausnehmen. Das hier vielleicht auch. Was spielen wir danach? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Den Ding da unten. Nee, dann lieber hier, ne? Ja, dann lass die Teile hier raus. Die Materialien nehme ich mit. Pff. Ja, ich nehme die Erfahrung. Hätte auch eine Keule. Alter, was ist das denn? 45 Schätze. Braucht halt aber auch viel Platz, ne? Was ist das? Violette Energie. Oh, das ist krass. Darf nichts in der diagonalen Linie sein. Oh. Wow. Also da musst du aber ordentlich für arbeiten. Da, wow. In gar keiner diagonalen Linie. Das könnte man irgendwie gewuppt kriegen. Ja, da muss die Ecke frei sein und die. Das kriegen wir schon noch irgendwie hin mit einem Level-Up. Ich wollte sagen, was ist das? Ja, zwei Sachen übereinander. Ja, du lass uns in die nächste Grube springen. Alright. Lebender Schatten kopiert ihre Aktion Angriff oder Verteidigung. Das heißt aber auch, du kannst das so ein bisschen manipulieren, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Schild hätten oder irgendwas, könnte man jetzt sagen, gib mir, also, ne? Sag mal, es gibt ein Schild, was 0 kostet als Aktion und dir einen Death gibt. Dann klippst du am Ende auf das Ding drauf und dann müsste der eigentlich eine Verteidigung machen, anstatt anzugreifen. Oh, ist momentan jetzt nicht unbedingt nötig. Wir haben so viel Autoblock. Jede Runde. Dass das jetzt gerade irrelevant ist. Was ist denn in der engeren Auswahl? Die ersten 4 Stunden hast du ja schon rum. Scheiße, ja. Das Spiel macht süchtig. Dachte mir so, ja, um 10 Uhr ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, ne? Machen den Run noch und dann... Ja, wir gucken nachher gleich mal in Steam, was installiert ist. Ja, 53 schwach. Halt mich fest. Okay, das kannst du kopieren, das hier nicht. Das ist ungewöhnlich und das ist gewöhnlich. Okay. Packen wir erstmal hier mit rein.
Smaragdarmband. Für jeden angrenzenden Fluch Energie. Auch cool. Haben wir nur nicht. Ach, ich schiebe wieder die Heilerin. Was ist das denn? 9-9? Greift mit Vampirismus an. Und zwar doppelt. Okay, pass auf. Kannst du nicht abschwächen? Ich voll Idiot. Ne, halt, sie heilt noch nicht. Okay. Okay, und Vampirismus triggert auch nicht. Oh Gott, was ist das denn? Krankheit. Wenn dein Zug endet, ersetzt doch eine Verwünschung. Wenn genutzt, zwei Gift. Alter Lachs. Ich glaube, ich will erstmal die Troller weghaben. Was ist denn eine Verwünschung? Sehen wir nicht. Oh, Gift haut er mir auch noch rein. Das ist nicht so cool hier unten. Immerhin wird das Gift jede Runde auch weniger. Aber frisst sich halt. Frisst sich durch, ne? Frisst sich durch. Okay, neues Level. Jetzt lass mal gucken. Na gut, wenn ich das hier einfach nur hochbauen möchte, sollte ich eigentlich hier unten, Zeug hinzufügen, um Sachen da reinstecken zu können, ne? Zum Beispiel den Knubbel. Dann müsste ich... den Schuh. Ja. Dann kann ich wenigstens eine Keule nochmal benutzen. Großkieme. Fügt mir 5 Wut hinzu, heilt 10. Könnte interessant sein. Sachen reinstecken. Nee, komm. Passt jetzt erstmal. Hier hole ich mir die Erfahrungspunkte. So viele Eventmöglichkeiten. 2. Fürchte mich, Räuber! Roter Fuchs im Dunkeln. Der Fuchs tritt aus dem Schatten hervor. Du bist Beute, sagt er. Wenn wir kämpfen, werde ich kurz einen Prozess mit dir machen. Bist du Freund oder Feind? Ich bin ein Freund. Er nickt und tritt zur Seite, um dich passieren zu lassen. Dein Schwanz zuckt instinktiv. Du hast Glück, dass er dich am Leben gelassen hat. Okay. Also wir könnten ihn bekämpfen, aber mit dem wenigen Life. Anderes Item der gleichen Seltenheit? Nein. Nein, danke. Ich glaube nicht, dass wir hier noch...
Das sieht böse aus. Lass mal gucken, was hier drin ist. Flüche, okay. Du wurdest von einem Item verflucht. Du musst es mit dir tragen, sonst wird es neue Items ersetzen, die du entdeckst. Um ihnen zu entkommen, muss das Item zerstört oder von Flüchen gereinigt werden. Böse Hand zieht Items näher heran. Wenn das Item nicht näher kommen kann, wird es zerstört. Okay. Kriegst du Wut. Hier ist dein neues Zuhause. Interessant. Aber ist nicht im Inventar drin. Ne? Ich glaube, ich lasse die zwei Kämpfe. Die werden mir höchstwahrscheinlich keine 120 XP geben. Wir sind eh schon im zweiten Bereich, ne? So, ich liege hier gerade mit Tränen in den Augen auf dem Boden. Warum? Wegen zuckenden Sachen. Erdsteinklinge, legendär. Dieses Schwert ist schwer. Für jedes Feld unterhalb kriegt es 3 Schaden. Wenn du genutzt, 5. Das ist sehr interessant. Weil du das hier in die, hier reinwetschen könntest, zum Beispiel. Ich hole mir das mal ganz kurz, um mir das zu zeigen. Du kannst es nämlich hier einfach so reinlegen, weil das hier oben hält, ne? Und dann kriegst du halt momentan 17 Schaden daraus. Holy. Aber dann gibst du halt sehr viel Verteidigung auf. Wir könnten jetzt natürlich auch sagen, die kriegen alle einen Block. Okay, wie organisieren wir das, dass das halbwegs funktioniert, wie wir es haben wollen? Vielleicht eine Keule weg. Das sind halt einige Block weniger, ne? Allerdings 17 Schaden. Okay, wenn genutzt, 5 Block. Wenn angegriffen, erhöht die Energiekosten in diesem Kampf um minus 1. Das heißt also, das wäre zumindest irgendwann kostenlos. Oh, zu wenig Geld. Uff, ich muss mir das Zeug ja kaufen. Kriege ich nicht umsonst. Okay, nimm die Keule. Eigentlich, nee, komm. Ja, doch, ich nehme das Ding. Bevor wir nicht zurückkommen. Das wäre eventuell beim Endboss auch interessant. Hätten wir in der ersten Runde halt eben die Energie nicht. Oh. Mit dem Hut sowieso nicht gerade. Schokokuchen ist sehr geil. Kannst du das Violette-Ding nicht oben rechts reinlegen? Und dann nur einen Strahldeck oder so? Ja. Aber jetzt mit dem Schwert ist das dann nicht der Fall, weil das Schwert nach unten fallen würde. Leider. Ansonsten wäre das die bessere Idee. Heißt, ich muss den auch wegpacken, ne? Achso, er kauft auch nicht mehr. Ja, dann müssen wir so auskommen. Ich... Kann ich den noch mit mehr... Und, oh, ich weiß gerade nicht, was am sinnvollsten ist hier mit dem Zeug. Ich lasse es einfach so. Und wir versuchen... Ach, scheiße, ich muss den Kampf machen.
Ah, crap. Ah, crap. Du holst Dudes dazu, das möchte ich nicht. 29 ist immer noch gut. Ah ja, sowieso ausweichen. Gibt er allen ausweichen? Nee, nur sich selber, glaube ich. Eins zu wenig, ne? Was ist das? Kann ich das immer noch benutzen? Weiß nicht ganz, was ist das? Eine Giftblase. Kann in jedem Zug einmal benutzt werden. Dieses Item schwebt. Zwei Gift, wenn es benutzt wird. Waffen mit den... Was? Waffen, mit denen hier gespielt wird, werden in diesem Kampf mit plus 5 vergiftet. Das heißt, ich könnte das hier hinsetzen, im Kampf da drauf ziehen und dann würde die Klinge noch 5 Gift machen. Im ersten Zug hätten wir 2 weniger. Okay, wie viel Verteidigung brauche ich? Eigentlich, ja, wenn ich reorganisiere, bekriege ich Schaden. Ich kann mir keinen Schaden leisten. Schade drum, wär cool gewesen. Wäre cool gewesen. Nee, ich brauche nichts dupliziert. Ach, da ist die Hand. Okay. Was bist du? Metallische Maske? Wenn Schaden genommen wird, fügt dir ein Ausweichen hinzu. Nochmal 3 weniger Block. Aber ein Ausweichen. Ja. Ja. Ja, komm. Wir gehen. Ah, ich hätte mich vollpacken können und eventuell. Nein, hätte nicht verkaufen können. Der wollte, glaube ich, nichts mehr. Lass mal gucken, ob wir mit 20 da weiterkommen. 325. Okay, er holt Dudes. Er holt Dudes und wird wütend. Oh, und die werden auch wütend. 19. Ich glaube, ich möchte versuchen, den rauszunehmen. Warte mal, 17. Das... Wir arbeiten hier mit den Schwächungen. Oh, stimmt. Achso, wenn wir nutzen... Okay, nee, passt schon. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, was wir hier machen. Das könnte funktionieren. Warum ist sie geballert, ne? Das ist überhaupt nicht meins, aber Musik ist cool. Ich glaube, wir lassen das jetzt auch erstmal so. Solange er holt noch einen. Aber wir haben so ein bisschen... Warte mal. Wir würden 170 raushauen können innerhalb der nächsten 2 Züge. Das sollte doch eigentlich reichen. Sind die feige? Ja, Gott sei feigen Dank, ey. Okay. Das hätte auch ins Auge gehen können. Ich kopiere...
Das hier kann ich nicht kopieren, ne? Gib mir den Schuh. Wow. Schuh auf dem Hut und auch hier unten. Okay, danke für den Erfolg. Und da ist der Spark. Nice! Ja, werden wir auf jeden Fall am Ende des Tages auch nochmal... Am Ende des morgigen Tages auch nochmal machen. Warum sind hier so arg viele Ausrufezeichen am Start? Sheesh, warum will jeder was? Ich sehe, du wurdest verflucht. Es war echt schlimm, zumindest stehe ich hier und kann mich darüber beschweren. Verfluchte Dinge können mit dem richtigen Licht gereinigt werden. Wenn ein verfluchtes Item gereinigt wird, ist es wie jedes andere. Es kann einfach zurückgelassen werden. Neue Items, die kleine Lampe, die Laterne. Dankeschön. Ich hoffe, diese Dinge können dir helfen. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ja. Die Gläubigen haben hier keinen Ort zum Beten. Wir sollten einen Tempel bauen. Das würde dieser bescheidenen Stadt so viel hinzufügen. Okay, er schafft Schätze, wenn wir im Dungeon sind. Danke. Bitteschön. Ah, da ist der Bogenschütze, den wir gesehen haben. Diese Stadt, sie braucht einen Beschützer. Deshalb bin ich hier. Deine Hände sind schmutzig. Du brauchst eine würdevollere Waffe. Um mehr über diese alte Kunst zu erfahren, biete ich dieses Training an. Nice, neue Quest Bogenschützenzeugs. Sobald du die Grundlagen beherrscht hast, können wir unser Wissen über Bögen und Pfeile erweitern. Ah, das ist so gut, ne? Ich habe Papas Halskette, Pradas Halskette geöffnet. Nice, dieses Ding ist wirklich magisch. Sie hat es in der Nachricht geschrieben, die darin gestanden ist. Sie nannte es eine Vision der Gefahr. Mit dem Medaillon könnt ihr und eure Gruppe kommende Bedrohungen sehen. Eine Mission von Gebrüssel. Eingestimmt auf die Harmonie des Dungeons wirst du nun Visionen des kommenden Bosses sehen. Okay. Immer wenn ihr einen neuen Teil des Dungeons betretet, sucht nach einer Vision. Die Vision wird euch den mächtigsten Feind zeigen, dem ihr gegenüberstehen werdet. So könnt ihr euch besser vorbereiten. Sonst noch was? Ja, ich hab's zurückgehalten, es zu lesen, bis du zurück bist. Und was steht drin? Liebe Louis und Purse, es tut mir leid, dass ich verschwunden bin. Es gibt etwas, das ich tun muss. Da unten passiert etwas. Ich kann es sogar zu Hause spüren. Ein tiefes Dröhnen, als ob die Knochen der Welt an einem Punkt zusammenkommen. Ich kann es logisch nicht erklären, aber ich muss da runter und es selbst sehen. Louis, es tut mir leid, aber wir werden uns vielleicht nicht mehr sehen. Kümmere dich um Purse für mich. Liebe und schätze sie. Purse, selbst jetzt kann ich in deinen Augen sehen, dass du genauso bist wie ich. Ich weiß, es hat keinen Sinn, dich zu stoppen. Und dazu sage ich, ich werde dich im tiefsten Teil des Dungeons sehen. Oh mein Gott. Sie können in Gefahr sein. Wir müssen sie finden. Purse, das ist genau wie deine... Du... Was? Purse, das ist genau wie deine Mutter, dich zu ermutigen, so ein Risiko einzugehen. Sie ist seit über einem Jahr fort. Sie könnte diese Nachricht jederzeit geschrieben haben. Ich kann das nicht akzeptieren, Papa. Ich werde sie finden. Sie hätte dasselbe gesagt. Wir brauchen auf jeden Fall ein Spiel, wo ich nicht so viel vorlesen muss. Ich merke jetzt schon, wie meine Stimme etwas nachgibt. Sie hätte dasselbe gesagt, ja. Sie plante, uns zu verlassen. Oh Gott. Wer bist du? Felix. Der Kies bebt, wenn du gehst. Wow. Bin beeindruckt von dem, was du trägst. Wo hast du diesen Rucksack gefunden? Wer bist du? Typisch ich, meine Manieren zu vergessen. Ich bin Felix. Bürgermeister Quillswisch hat mich reingeholt. Schmiedekunst ist mein Spiel. Der Rucksack ist das Beste aus Technologie und Magie zu etwas Erstaunlichem geschmiedet. Ich werde ihn genau im Auge behalten. Ich habe Freunde im Dungeon. Sie würden dir gerne helfen, dein Item zu verbessern. Aber könntest du zuerst eine Aufgabe für mich erledigen? Schleifsteine meistern. Oh. Okay, neue Quest. Gut. Danke, Kiddo. Oh, da ist noch was zum Wegdüdeln. Fischliebhaber, ich verstehe die Leute nicht. Ich verstehe wirklich nur die Fische. In welcher Weise bist du Liebhaber? Jetzt haben wir uns getroffen. Ich schenke dir einen Angelhaken. Okay, neue Items. Beim Töten, wenn Gegner nicht beschwört wurde. Ein Fisch. 10 Schaden. Wow. Fang mir einen Fisch. Ich glaube, ich habe... Irgendwo einen Fisch. Ja, hier. Ein Cookie. Definitiv ein Fisch. Ein kleines Dankeschön für deine Mühe. Neue Quest. Fischiges Geschäft. Geht klar.
Ich schätze die Fische, vielleicht können wir hier in der Stadt noch mehr fangen. Eine Angelhütte! 5 Nahrung, während wir dann sind. Die Wasserfläche 7% Effizienz. Wow. Ich rieche hier einen Flusskrebs. Herzlichen Glückwunsch. Nee, lass hier mal. Ah ja. Danke. Hast du fleißig geforscht? Und je größer die Stadt wird, desto mehr Items gibt es zu erforschen. Wenn du in der Stadt ein neues Item erhältst, wirst du es auch im Dungeon finden können. Das bedeutet, dass du im Laufe deiner Abenteuer immer mehr vielfältigere Sachen finden wirst. Es gibt viel zu entdecken. Wie kann ich dir heute helfen? Ja, hallo. Warum ist da oben was Blaues? Was ist mit dir los? Gute Arbeit, so viel zurückzubringen. Die Leute von Orgeria danken dir. Es gibt immer noch ein paar Bereiche, ja. Ich habe auch hier noch Teile. Wofür ist das? Zum Brombeerstrauch? Die Krypta mehrmals erobert, ich bin beeindruckt. Als ich einen Rucksack trug, habe ich mich manchmal dort auch umgesehen, aber ich kannte auch einen anderen Weg. Wenn du den Dungeon betrittst, sei auf der Hut. Es gibt einen anderen Weg, der die Krypta umgeht. Die Stachelgruft. Ich dachte Brombeerstrauch. Tiere haben die unheilvollen Krypten, die sich unter der Ordnung erstrecken, schon lange erkundet. Doch denen, die stark genug sind, winkt ein neuer Weg durch die Stachelgruft. Kannst du das durch die Stachelgruft? Okay. Schauen wir mal, ob wir das wollen. Hier unten ist noch irgendein Ausrufezeichen. Oh, Parcel, hi! Vielen Dank, dass du den Parcel-Lieferdienst genutzt hast. Die Sachen, die ich zurückgebracht habe, sind bereits in deinem Inventar. Ja, wenn du den Rucksack öffnest, solltest du sie dort mit allen anderen Zeug sehen. Eine Belohnung verdient? Ein Beutel, pack Items rein. Oh! Mehr Space! Ja, das ist cool. Das ist wirklich cool. So, hier könnten wir eventuell noch ein bisschen was machen. Für jedes Feld links einen ganzen Block. Das schalten wir frei. Dich schalten wir frei. Entfernt 2 Stacheln vom Gegner und Wut. Das ist ja auch cool. Dem wäre das seltene Schild, was wir da unten auch hätten benutzen können. Was ist das hier? Achso, direkt die Lederkappe. Okay. Rüstung und Helm, ungewöhnlich. Nimm das Ding. Immer mehr, was du dann im Dungeon finden kannst, ne? Uff. Okay, dafür haben wir das Gedönse nicht. Aber den Schild könnten wir auch noch freischalten. Okay. Okay, okay. Hier gab es nur die 4 Sachen, die wir nicht gesehen haben. Und hier könnten wir noch was verkaufen. Aber ich bin ja hier so. Warte. Ein bisschen das Doppelte können wir, glaube ich, hier wieder reinschmeißen. Was nicht allzu viel ist, ne? Aber hier. War jetzt nicht unbedingt so wertvoll. Okay, lass mal gucken. Wir haben ja. Die Taverne, die wir bauen können. Jo. Aber ich wollte nochmal gucken. Wie die gewerbliche Deko. Das heißt, wir könnten die Taverne auch hier mit reinklatschen. Ah, neue Sachen. Ein Konsum-Item. Nimm das, nimm den. Neue Quest! Oh! Sehr cool. Ein Fass! Ja, okay. Das wirkt wild.
Die Dornenrose machen wir da auch gleich mal rein. Das Essen, damit wir ein Steak bekommen können. Schnieke. Noch einen Fisch. Der ist nicht von uns genommen worden. Interessant. Verdorbene Milch. Mmh, 2 Gift, aber 18 Block. Schon cool. Die Salami, ich weiß nicht, die wirkt ein bisschen besonders. Ah, komm. Können wir jetzt zwar nicht leisten, aber passt schon. Oh. Okay. Oh, sheesh. Holy. Da gibt's aber einiges, ne? Gut, dann speichern wir. Und dann... Ich habe jetzt natürlich nichts zu essen vorbereitet. Ich habe gerade Hunger.